Herzlich willkommen zu Teil 23 der Reihe über Mengen, Abbildungen und Logik. Wir sprechen heute über die Surjektivität von Abbildungen. Das ist die zweite von den drei wichtigen Eigenschaften von Abbildungen, die wir betrachten wollen. Wir wollen also eine Abbildung f von m1 nach m2 betrachten. m1 und m2 sind Mengen und diese Abbildung soll jedem Element klein m1 aus der Menge groß m1 ein Element klein m2 aus der Menge groß m2 zuordnen. Und eine solche Abbildung ist genau dann surjektiv, wenn es für jedes klein m2 aus groß m2, also jedes Element der Bildmenge, mindestens ein klein m1 aus groß m1 gibt, also ein Element der Definitionsmenge, sodass gilt f von m1 gleich m2. Das bedeutet, dass jedes Element der Bildmenge auch tatsächlich im Bild der Abbildung liegt, also ein Urbild dazu existiert. Und eine offensichtliche notwendige Bedingung dafür ist, dass die Definitionsmenge mindestens so viele Elemente enthält wie die Bildmenge. Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Wieder grafisch dargestellt, wir haben links die Definitionsmenge M1, die soll 5 Elemente enthalten, A bis E. Und wir haben rechts die Bildmenge M2 mit den drei Elementen U, V und W. Und wir sehen eine Abbildung F, die in dem Beispiel A auf U abbildet, B ebenfalls auf U. C und D werden beide auf V abgebildet und E wird auf W abgebildet. Diese Abbildung ist surjektiv, denn wir sehen, dass jedes Element aus der Bildmenge ein Urbild hat, sprich mindestens ein Pfeil zeigt auf jedes Element in der Bildmenge. Damit ist die Abbildung surjektiv. Die Abbildung ist nicht injektiv. Wir hatten in der letzten Folge über Injektivität gesprochen und wir sehen zum Beispiel, dass auf das U zwei Pfeile zeigen und das bedeutet, dass die Abbildung nicht surjektiv ist. Beispiele. Die identische Abbildung, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, die ist surjektiv. Jedes Element wird auf sich selber abgebildet und daher hat jedes Element ein Urbild. Die Abbildung f von z nach n0, die jeder Zahl ihre Quadratzahl zuordnet, also jeder ganzen Zahl, die ist nicht surjektiv, denn das Element 3 der Bildmenge beispielsweise hat kein Urbild, das Element 5 ebenfalls nicht und so weiter. Wenn wir allerdings die Abbildung f von q nach q betrachten, also sprich von den rationalen Zahlen in die rationalen Zahlen und wir auch dann jeder Zahl x, die Zahl 5x plus 23 zu, diese Abbildung ist surjektiv, denn die Gleichung y gleich 5x plus 23, die hat in den rationalen Zahlen immer eine Lösung. Das heißt, wenn wir nach x auflösen, diese Gleichung, können wir für y eine beliebige rationale Zahl einsetzen und erhalten eine gültige Lösung für x. Wer vielleicht im Bereich der Verschlüsselung die ROT13-Chiffre kennt, das ist eine Caesar-Verschlüsselung und eine surjektive Abbildung. Sie ordnet nämlich die Buchstaben des Alphabetes, des englischen Alphabetes, folgendermaßen zu. A wird auf N zugeordnet und N auch wiederum auf A, B auf O und O auf B und so weiter. Das ist also eine Rotation der Länge 13 im Alphabet der Länge 26, daher ROT13. Und das ist eine surjektive Abbildung. Weitere Beispiele, die Abbildung, die aus dem Intervall minus 1 bis 1 der reellen Zahlen, die den Wert der Sinusfunktion zuordnet, die ist surjektiv, denn jedes Element der Bildmenge hat unendlich viele Urbilder. Also aus den reellen Zahlen in das Intervall minus 1 bis 1 und da gibt es sogar unendlich viele Urbilder zu jedem Element der Bildmenge. Dieselbe Abbildung ist aber nicht wenn wir die Abbildung nehmen von R nach R, also im Vergleich zu hier oben haben wir die Bildmenge geändert, ebenfalls wieder die Sinusfunktion als Abbildung, dann ist das nicht surjektiv, denn alle Elemente der Bildmenge außerhalb dieses Intervalles minus 1 bis 1 haben keine Urbilder. Beispielsweise kann die Sinusfunktion niemals den Wert 2 annehmen. Das heißt, wenn man die beiden Beispiele wieder vergleicht, dann sieht man, dass die Betrachtung der Bildmenge auch sehr relevant für die Surjektivität ist. Und wenn wir zum Beispiel jedem Menschen, jedem Weltbürger seinen Geburtsjahrgang zuordnen würden, dann ist das eine surjektive Abbildung, denn in jedem Jahr des 20. Jahrhunderts wurde mindestens ein Mensch geboren, tatsächlich sogar sehr viele. Das war die Eigenschaft der Surjektivität von Abbildungen und dann wollen wir in der nächsten Folge über Bijektivität sprechen. Vielen Dank.